hoch. Nee. Funktioniert nicht so wie Gewalt. Gut, hier kann man also nicht hoch. Das ist nur zur Dekoration. Was echt ein bisschen schade ist, weil es ist wirklich eine schöne Gegend hier. Wobei schön wirklich sehr im Auge des Betrachters steht. Ach Mann. Das soll nicht jedes Mal in dieses blöde Becken da reinfallen. Das ist einfach nur Schwachsinn. So, jetzt sollte mich ja mal niemand mehr sehen können. Na dann. Wie komme ich jetzt da hoch? Das funktioniert nicht mehr leider im Spiel. Wie gewollt. Oh Mann. Ah, jetzt. Für so einen Move ist es ganz schön riskant. Ah, das ist doch einfach nur behindert. Leck mich doch. Ah, das ist doch einfach nur so behindert, Mann. Ich will an diesem blöden Torwall vorbei, ohne dass ich hier großartig irgendwas hier killen muss. Und was ist? Mal ein paar Sekunden ist ja hier der am Abnibbeln ist. Okay. Gut, hat schon mal funktioniert. Also, von hier oben, weiß ich nicht, wo ich hier rauskomme. Ich weiß, Emily ist, glaube ich, direkt hier in der Nähe. Das heißt, da werden wir leider nicht hingehen. Ach, ist doch einfach nur behindert. Seit wann? Ich habe hier einmal das Ding eingemacht, ne? Und dann hat sich das Ganze wieder neu geladen und natürlich, natürlich ist ja alles wieder in bester Ordnung. Kannst du keinem erzählen. So, ich muss erstmal irgendwie auf das Dach her. Kann ich nicht noch? Hm. Oh, natürlich, bei Emily ist jemand drin. Mann. Okay, ich guck mir jetzt einfach mal diesen blöden Gang hier an. Kommt ja schon mal nicht so einfach hoch. Okay, Versuch Nummer 2. Na, ah, da haben wir es da. Gut. Ich will irgendwie auf dieses Blöd. Das reicht eigentlich aus, um da hochzukommen. Nur ist es irgendwie überhaupt nicht dafür ausgelegt, hier hochzuspringen. Was mich schon wieder aufregt. Können wir nämlich auch wunderbar Spaß machen. Da ist wieder dieser blöde Tallboy. Ach!
Block. Was haben denn die jedes Mal für Sicht? Hey, das geht gar nicht. Können mich noch nicht mal sehen. Ich, Admiral Farley Havelock, empfange demütig den Mantel des Lordregenten des Staates Crystal und all seiner kaiserlichen Besitztümer, insbesondere der Hauptstadt Dunwall. Muss man erstmal das ich hoffe innig, dass meine Amtszeit kurz sein wird und dass die rechtmäßige Erbin ihre Position in etwa einem Jahrzehnt antreten wird. Stell dich nicht so an! Aufwachen! Hey, aufwachen! Hörst du mich? Aufstehen, sofort! Na, Mann. Huh! Ach, zum Heulen, echt zum Heulen. Ah, Mann. Na, das Blöde ist, ich kann nicht einfach hier durchgehen. Weil diese blöde Emily da drin ist und das eine Hauptquest ist. Ich hasse sowas. Und so wie ich das kenne, ist es nicht so programmiert, dass man denken kann, ja, du kannst jetzt einfach mal woanders lang gehen. So, ich muss diesen blöden Tollboy da erstmal ausmachen. Sag mal, was schießen die? Ja, echt schlimm. So, Moment, was war es? Die 3. Da. Du siehst einen Tollboy und der andere von der anderen Seite, ey. Echt. Einfach nur unmöglich sowas. Du müsstest mal den einen Tollboy kaputt haben. Krieg das mal hin. Mann! Und der andere... Anstatt mal an diesem Ding weiter nach hinten links abzurutschen. Nee, da... Es ist wie einfach nur hier irgendwie langlatschen können. Aber wir sind überall diese hohen Gegner. Und ich kann nicht hier oben lang, weil das Hauptquest ist. Es ist einfach nur... Okay, ich probiere jetzt einfach mal hier hoch zu gehen. Mal gucken, was passiert. Wo Gegner? Okay. Die werden einfach nicht mit der reden, wenn wir hier langlaufen. Und gerade jetzt, wenn ich hier hochgehe, na, wow. Moment. So. Hier wird sich mal wieder sehr viel Zeit lassen. So. Okay, Gefahr gebannt. Gefahr kein. Oder umgekehrt, wie gesagt. So. Runter will ich jetzt nicht. Ich will zu Pietros beikommen. Weil die mich alle wirklich sowas von verarschen. Havelock. Ihres Werkstatt. Mit jemandem von meinem Niveau zu reden. Da stimme ich zu. Ihre Entlassung von der Akademie war ein Verbrechen gegen die Naturphilosophie. Oh. Das hätten Sie auch damals schon sagen können. Ja, da macht die Ruhe. Einen Groll hin. Ich habe ein paar Fragen. Ja, wir müssen über Ihr Leben kommen. Warum haben Sie keine homöopathische Lösung probiert? Wo hatte ich die Versuchspersonen finden sollen? Ich kann nicht wie Sie einfach Gefangene einbestellen. Doch so war ich gezwungen, einen anderen Wirkstoff zu nutzen. Gewonnen aus... Den Flusskriechern, ja, das dachte ich mir.
Kombiniert können unsere Methoden sich verstärken. Einzeln sind sie offenbar nicht so wirksam. Herrlich. Die scheint sich anscheinend ziemlich gut zu verstehen. Corvo, gut zu sehen, dass sie noch leben. Das wäre nicht dieselbe, wenn sie nicht mehr bei uns wären. Ja. Ich habe soeben Pieros Arbeit an einem Blitzpfeiler beendet. Gerade eben. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der ziemlich Wirkung cool sicher sind. Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv. Geil. Der Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Ich brauche nur fett. Noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Havlok hat ihn studiert. Na toll. Vor das Gemetzel. Los geht's. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hab ich schon. Ist er immer noch dort. Sie mögen ein geschickter Kämpfer sein. Doch leider sind Sokolov und ich nicht mit diesem Talent gesehen. Also waren wir auf dem Gelände außer Gefecht. Okay. Ohne den Blitzpfeiler ist unser Tod nur eine Frage der Zeit. Wir können das gewinnen. So, haben wir das. Hier sind die Baupläne. Erstaunlich. Yay. Der Blitzpfeiler ist vollendet. Check. Sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden. Sehr oder gut. Zu einem Häufchen Asche. Was sagen Sie dazu, Corvo? Ich wäre für bewusstlos. Verbrennen Sie sie, versetzen Sie sie alle in Schlaf. Wie Sie wünschen, Corvo. Wir werden über alle Berge sein, bevor sie wieder zu sich kommen. Alles ist fertig, Corvo. Nur der Walöltank zur Energieversorgung fehlt noch. Ja. Wollen Sie sich die Ehre geben? Na, klasse. Wenn dieser Blitzpfeiler aufgeladen ist, wird niemand sich in unsere Nähe wagen. Wow, was ist denn jetzt los? Also, Ziele. Optional für Nervlung und ein Hinweis auf seinen Plan. Emily oder ein Hinweis auf ihren Verbleib. Gut, dann finden wir mal fix Emily. Beende die Belagerung von Pieros Werkstatt und sorge dafür, dass die beiden Philosophen dort sicher sind. Nimm Kontakt zu Piero und Sokolov in der Werkstatt auf und betritt die Werkstatt über den Balkon auf dem. Hab ich das nicht schon gemacht? Optional setzt alle Wachen auf den Gelände außer Gefecht. Weil im Tank zum Blitzpfeiler. Okay. Ah, Havlok. Nee, okay. Nicht Sokolov. Alles ist fertig, Corvo. Nur die Walöltanks zur Energieversorgung fehlen noch. Na dann. Geben Sie sich die Ehre? Ein Walöltank, bitte. So. Man muss nur einmal hierher kommen und schon boom, alles aus. Zack, boom, bang. Oh, Moment. Jetzt müsste man noch irgendwie... Komm. Und da hinten? Ne. Ach, das Ding kommt da oben hin. Okay. Blitz, Pfeiler, Tank, Land. Hatte ich doch gerade. Wow. Wollen die mich verarschen? Alter, das zappt das Ding weg ohne Ende. Wow. Großartig. Einfach großartig.
Seine Funktion übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Hier ein Wald zum Blitzpfeiler auf dem Dach. Ein Gerät wie dieses wird Dunwalls Sicherheit ein Jahrhundert lang garantieren. Shake, shake, shake. Nun, Corvo, ich hoffe, dass wir wieder Kollegen sind. Sie waren verurteilt, ich wurde entführt. Da machen wir uns nichts draus, oder? Was den guten Admiral betrifft, Männer wie Havelock beginnen mit guten Vorsätzen. Das gilt auch für Martin und vielleicht auch für Pendleton. Doch ich vermute, er war einfach nur faul. Doch niemand ist gegen den verführerischen Lockruf allumfassender Macht und ihren Einfluss gefeit. Ja, niemand. Wer Leute für sein Eigeninteresse zum Töten aussendet, für den sind alle anderen Dinge nur Details. Ich widme mich wieder meiner Arbeit, Sie sich der Ihren. Attentaten. Ich hoffe, es geht gut. Wir besprachen einst ein System von Notsignalen, die von Emily Stone aus die andere Flussseite erreichen sollten. Ob er sich noch daran erinnert? Auf Wiedersehen, Pierre. Sie müssen etwas für mich konstruieren. Okay. Ich konstruiere, was Sie brauchen, solange ich die notwendigen Materialien habe. Ja, das klingt doch gut. Briefgriff, Pistole und verbesserte Rüstung. Na, endlich. So, verbesserte Rüstung. Genug Kohle haben wir, ja? Dann. Leider sehe ich hier nirgendwo einen Spiegel oder sowas, damit ich das mal ein bisschen sehen könnte. So, dann nehmen wir nochmal das mit. So, alles verbessert. Und der Rest, den findet man sowieso. Explosivgeschosse, Granaten, ja. Den Rest findet man. Dieser Piero hier, ein komischer Kauz. Aber wunderlich ist auch mein Geist. Wenn es ein Heilmittel für die Seuche gibt, werden wir es entdecken. Der Kaiserin hätte das gefallen. Sie war merkwürdig, merkwürdiger, als sie es sich jemals vorstellen können. Doch das ist Vergangenheit. Und diese neue Kaiserin ist nicht minder merkwürdig. Immer diese Spinnen. Ich hasse Spinnen. Nein. Oh shit. Mein Stuhl will an. Fahrt. Die wird mir bestimmt irgendwann über den Rücken kraulen. So. Ich bin die Spider-Man. Oder ich habe dann irgend so ein Gift drin, was dann Nekrose und sowas auslöst. Das wäre natürlich äußerst uncool. Ja, oder ein Hinweis auf seinen Plan. Gut, dann findet mir erstmal einen Hinweis auf seinen Plan. Das ist natürlich irgendwo hier unten. Moment. Emily? Na, super. Optional. Machen wir das mal. Brauchen wir nicht. Da sollte es sein. Und zwar Havelocks Pamphlet. Hauptmann Mannigan. Super. Ich könnte natürlich erstmal richtig krass jetzt loslegen. So, und jetzt jeden Einzelnen hier schön ausnehmen. Allgemeine Informationen, da. Tallboy-Waffen, nehmen, so. Dass der den Fall überhaupt überlebt hat, das ist ein Wunder. Ja, wo könnte man denn jetzt mal hin? Wow, das ging ein bisschen zu weit nach unten. In einer Welt, in der, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, hier wurden Sprengsätze oder sowas noch nie wirklich erfunden, beziehungsweise der, was haben wir hier? Mir gefällt das hier überhaupt nicht. Die Gruppe da drinnen ist furchtbar schnell gestorben. Und jetzt rufen sie alle Leute zusammen. Haben gesagt, ich müsse noch ein Paket befördern. Aber ich werde lieber eine Weile am Flussufer bleiben und mir das alles aus sicherer Entfernung ansehen. So ist recht. Wow. Ah, Mann. Sicherheit, Geschütze.
Oh Mann. Das ist doch sowas von uncool. Sowas macht man doch nicht. Man ballert nicht einfach auf Leute. So, Unterwachen. Ne, untere Wache. Ach so. Was ist das? Da, gut, da brauchen wir jetzt erstmal nicht reinzugehen. So, jetzt sollten wir eigentlich alle Quests haben. Genau. Ist auch nirgendwo mehr was zum Mitnehmen. Sehr gut. Na dann, auf zu seinem schönen Zimmer, ne? Schade, dass der Havelock nicht da ist, sonst hätte ich mir das Ganze, naja, ersparen können. Aber da sind sie ja meistens nie. So, erinnerst du dich daran, wie ich dir von einem besonderen Bild erzählt habe, das ich für dich gemalt habe? Das hier ist es. Ich weiß nicht, wohin du gegangen bist, aber ich hoffe, dass du es dir ansiehst, wenn du zurückkommst. Und dass es dir gefällt. Ich würde es gern mit dem Dunwell Tower, nehmen. Heute Abend sind alle irgendwie komisch. Simon hat Kalista etwas über ein Signal. Werfer erzählt, die sie benutzen wollen, um ihn zu rufen. Er sagte ihr, die Tür zu meinem alten Turm abzuschließen. Ich habe gehört, wie der Admiral den anderen gesagt hat, dass wir heute Abend zu einem Leuchtturm auf Kingsbury Island reisen. Ich hoffe, dass du vorher wieder zurückkommst. Ja. Vorher hat nicht so ganz funktioniert. Aber das ist jetzt erstmal zweitens. Das ist doch mal ein interessantes Bild, du. Ein ziemlich großes. Und bei dem Stück bei der Nase fehlt noch was. Na gut. Ja. Und nu? Erstmal speichern. Was haben wir denn hier? Stell dich den Kaisertreuen entgegen. Ja. Der ist gut, aber ohne ein Bett ist es schwierig. Leben Sie in Frieden, Corvo, und mit all den Freuden, die Sie dieser Welt entreißen können. So, auf Wiedersehen. Leben Sie wohl, Corvo. Ich entschuldige mich dafür, was Ihnen angetan. Interessant. Stelle dich den Kaisertreuen entgegen. Ich, Admiral Farley Havelock, empfange demütig den Mantel des Lordregenten des Staates und all seiner kaiserlichen Besitzungen. Oh, das ist nicht gut. Insbesondere der Hauptstadt Dunwall. Ich hoffe innig, dass meine Amtszeit kurz sein wird, dass die rechtmäßige Erbin ihre Position. Oh, wie die Amtszeit sowas wenn nicht kurz werden wird. Wieso? Finde ich hier nirgendwo einen Hinweis auf den nächsten Gang. Muss doch irgendwo ein Weg sein, den man jetzt gehen könnte, Mensch, du. Das gibt's doch nicht. So, meine Gute, ein Brief von Cecil. Ich werde verschwinden, wenn ich sie nicht getroffen hätte, hätte ich nie den Mut dazu gehabt, es zu versuchen. Ich werde versuchen, sie wieder zu finden, eines Tages vorbei, wenn alles vorbei ist. Fix. Das ging ziemlich schnell. Wow, ich mag das überhaupt nicht, du. Ich stell dich den Kaisertreuen entgegen. Ja, das habe ich gerade gemacht. Auf eine wirklich sehr spektakuläre Art und Weise. Wohin gehen wir jetzt? Fragen über Fragen. Ich könnte natürlich auch erstmal in Emilys Raum da oben hochgehen. Müsste ja irgendwo sein.
Sie müssen etwas für mich tun. Schon gut. Okay. Noch nicht, aber gleich. Kalista, ich bin's, Corvo. Corvo, Sie leben noch. Sie haben alle getötet, Corvo. Alle getötet, um es zu vertuschen. Und dann haben Sie Emily mitgenommen. Ich konnte sie leider nicht beschützen. Oh, Junge. Finden Sie sie. Ich bitte Sie. Ja, kriegt man schon irgendwie hin. All das Gerede von einem ehrenhaften Militäroffizier. Havelock wird Emily wie eine Schachfigur für sich nutzen. Der Tod des Lordregenten hat den Admiral verändert. Ah. Ich konnte es sehen. Auch Martin war seltsam. Er verstummte, wenn jemand näher kam. Und flüsterte bis tief in die Nacht mit Havelock und Pendleton, während sie da draußen waren. Wow. Sie merkten, dass sie nur einen Schritt davon entfernt waren, Rang und Macht des Lordregenten zu erlangen. Und waren besorgt, darüber Rechenschaft ablegen zu müssen. Als Kaisertreue. Sie hätten auch mich getötet. Aber Havelock verschonte mich. Wohl aus Respekt vor meinem Onkel. Ach, die nochmal gehabt, du. Reden Sie mit Samuel oder jemand muss etwas wissen. Finden Sie Emily. Sie hat so viel durchgemacht und hat niemanden an ihrer Seite außer Sie. Kriegt man schon Samuel irgendwie hin. Samuel hat dies hergelassen für ihre Rückkehr. Sie können ihn damit rufen. Er kommt dann schnell. Er muss nur unbemerkt anlegen, damit die Wache ihn nicht sieht. Ja. Unbemerkt ist so eine Sache. Das kriegt man. So, na dann. Benutzen wir mal das gute Stückchen. Jetzt, wo sie die Stadtwache ausgeschaltet haben, kann ich fliehen. Aber ich kann Emily nicht so helfen, wie sie es vermögen. Ich habe vorhin Samuel auf dem Fluss gesehen. Yep. Er kann sie sicher an ihr Ziel bringen. Na toll. Die wohl letzte Fahrt. Und? Eine Aufgabe. Für Emily sorgen. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja. Suchen Sie Emily. Mir geht es gut. Okay, hätten wir das. Ich kann nicht glauben, was Sie getan haben. Ja, also bitte. Aber wenn Sie bereit sind, über Leichen zu gehen, dann sind Sie zu allem bereit. Naja, Havelock ist ein Mann. Das ist immer schlimm, wenn die sagen Sie, da weiß ich nicht, ob die da mich nimmt oder. Er darf sie nicht benutzen. Der Admiral hat wohl einen Sinneswandel. Vielleicht war auch Martin nicht unschuldig. Er ist nur ein Mitläufer. Feigling. So, okay, gut. Na dann, er sollte ja auch mittlerweile da sein. Also, wo finde ich... Ah, Sammy Deluxe. Gehen wir mal dahin. So, mein guter Sammy. Dachte mir, dass Sie hier sind. Wer gegen Sie wettet, kann ich gewinnen, oder? Habe das Signal gesehen. Wusste, dass Sie zurückkehren würden, Corvo. Wir müssen hier verschwinden. Der Admiral kontrolliert jetzt das Militär. Martin ist der Oberaufseher und Pendleton der Günstling der Edelleute und des Parlaments. Sie brauchen Emily. Aber sollte Havelock sehen, dass um ihn herum alles zusammenbricht, wer weiß, wozu er dann fähig ist. Das wird sehr interessant werden. So, wir fahren nach Kingsborough Island. Warten Sie noch kurz? Nee, hier, komm. Geht los. Gut. Meine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lordregenten. Soll wirklich sehenswert sein. Hoffen wir doch mal. Stell dich den Kaisertreuen entgegen. Errungenschaft Schemeln. Ja, toll. Oh, geil. Niemand getötet und Geist nicht entdeckt worden. Das noch nie habe ich es hingekriegt. So sieht das also aus mit einem Haken. Toll. Na dann. Den Blitzpfeil benutzt, um Piero und Sokolov zu retten. Emilys Bild gefunden. Toll. Aktiviere den Schleichmodus, um unbemerkt an Gegner vorbeizukommen. Mich hat es echt gewundert, dass ich überhaupt nicht gesehen wurde. Aber naja. Da wären wir, Sir. Ich vermute, Havelock, Martin und Lord Pendleton sind schon länger an Land und in den Leuchtturm gegangen. Ich kenne sie. Ohne Kampf werden sie sich nicht ergeben. Ich erinnere mich daran, wie der Admiral und Martin über den Ort sprachen, an dem sie sich verschanzen würden, wenn nötig. Wer hier hinein will, muss die Festung und das Wachhaus stürmen. Und dann führt nur ein Weg nach oben. Okay. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen gedient zu haben. Naja, das ist jetzt hier nicht so ein... Wenn wir all das hier überstanden haben, sehen wir uns vielleicht... Toller Tower. Hält sich in Grenzen, sieht mir wie aus wie eine ziemlich kleine Karte. Viel Glück, Corvo. Wenn es jemand verdient, dann Sie. Immer wieder gerne. Grüßen Sie Emily von mir. So, Kingsborough Island, niedriger Chaosfaktor. Zeit mehr für einen alten Mann wie mich. Fahre ein letztes Mal mit Jefferson. Ich wusste, dass Sie gerissen sind, Corvo. Aber Sie haben es geschafft, das ganze Chaos zu überstehen, ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Yep. Dafür mein Respekt. Dankeschön. Die Stadt fängt sich wieder, glaube ich.
Zu viele gute Leute, um alles verfallen zu lassen. Ich gehe besser. Das Schlachtfeld ist kein Ort mehr für einen alten Seemann wie mich. Na gut. Die Zeit ist lange vorbei. Viel Glück, mein Freund. Mach's gut. Okay, reden kann man jetzt nicht mehr mit dem. So, dann speichern wir nämlich jetzt mal. Und dann, ja, machen wir jetzt mal eine kleine Pause und dann geht's hier weiter. Mit dem letzten Level und zwar auf dem niedrigen Chaos-Faktor. Also dann bis dann und ciao, ciao.